Aloha, ich grüße euch. Ich habe Post bekommen und zwar dieses tolle Paket von Simones Bastelkram. Da sind eine Menge toller Sachen drin. Die zeige ich euch gleich. Und wenn ihr wissen wollt, was das mit euch zu tun hat, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, das ist mein tolles Paket. Ich packe jetzt mal alles aus. Ich tue mal alles auf den Tisch und dann erzähle ich euch mal was dazu. Guckt mal, wie niedlich. Pip. Da ist Pip. Ich kenne die gar nicht. Pip, Sunny. Nee, doch, Sunny. Izzy. Und Zip. Okay. So. Dann habe ich hier die Glitzerpaste. Und ich nehme jetzt einmal alles raus und dann erzähle ich euch erst noch was. Dann habt ihr ein bisschen was zu gucken. So, ups, und Karton ist leer. So, also ein schöner Mix aus tollen Sachen. Wie ist es dazu gekommen? Also erstmal möchte ich Simones Bastelkram vorstellen. Das ist ein österreichischer Shop. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, ich bestelle doch nicht in Österreich, muss ich sagen, ha, ihr habt noch nicht die Internas gehört. Und zwar, Simones Bastelkram versendet europaweit. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Einmal zuerst mal den Shop, dann die Facebook-Seite. Es gibt auch Sammelbestellungen, da bin ich noch nicht genau informiert. Das kommt im nächsten Video, wo ich euch das erkläre. Aber erstmal der Shop. Also europaweit. Und das Coole ist, Versandkosten 5 Euro nach Deutschland. Das ist ja wohl ein Schnapper. Das ist günstiger, wie mancher deutscher Shop in Deutschland versendet. Von daher 5 Euro und ab 100 Euro versandkostenfrei, auch nach Deutschland. Und die liebe Simone hat für euch, die ihr dieses Video guckt und vielleicht das erste Mal auf der Seite seid oder auch vielleicht das fünfte oder achte oder das zweite Mal, egal, ein Code, der ist auch in der Infobox und da gibt es für eure Bestellung, wenn ihr den Code eingebt, 10%. Wenn das sich mal nicht lohnt. Ihr müsst mal schauen, der Shop ist aufgeteilt in Lagerndes, was man direkt bestellen kann und wird für euch bestellt. Da dauert die Bestellung natürlich ein bisschen länger. Das hier war jetzt Blitzversand. 2 Tage hat das gedauert. Ich habe mir aber Sachen ausgesucht, die lagernd waren. Aber stöbert mal. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Es gibt eine Facebook-Gruppe dabei und oder dazu und halt eine Sammelbestellung. Aber da weiß ich noch nichts Genaueres. Das werde ich euch aber dann mal in einem anderen Video erklären. Noch cooler für euch. Ich habe es ja in meiner Facebook-Gruppe schon angekündigt. Und zwar, ich hatte ja schon eine Kooperation auch mit Globaland. Und Simone verkauft jetzt auch Globaland Stempel. Und da gibt es noch mehr von Globaland. Müsst ihr mal reingucken. Diese beiden sind jetzt von Globaland 5,99. Wo habe ich jetzt meine? Hier, ich habe mir nämlich die Preise rausgeschrieben. Ja. Der hier, ich fand den so niedlich. Ich stempel den gleich auch mal ab. Richtig süß. Hat der einen Namen? Ich sehe es nicht. Aber den findet ihr, ne? Also ganz neu seit letztem Wochenende im Shop Globaland Artikel. Wer nicht in China bestellen möchte, kann das jetzt bei Simone machen. Das ist einmal dieser Stempel und dieser Stempel. Den fand ich auch richtig cool. Mit den Hintergründen werden wir alles abstempeln. Je 5,99. Finde ich mega cool. Ich nehme euch das mal raus, damit ihr das besser seht. Ne, das sind Clear Stamps. Ja, so seht ihr natürlich auch nichts. Ne? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts.
Ja, wenn ich denn was hätte, ne? Unglaublich hier. So, ich guck mal gerade. Ich leg das mal auf den Briefumschlag. Da könnt ihr es bei. Guckt mal. Es ist so niedlich. Ich finde es richtig. So, da tun die Hunde wieder, was sie sollen, nämlich bellen, wenn jemand kommt. Sorry dafür. So, einmal diese. Und dann hier, damit ihr das besser seht von den Hintergründen. Aber wie gesagt, das werden wir gleich alles abstempeln. Und diese hier. So, weiter geht's. Dann habe ich hier von Fabrica de Guru Miracle Flowers. Das sind Ausstandsteile. Wir sind da drin. 54 Stück. Die sehen so aus. Die packen wir später auch nochmal aus, dass ich euch die zeige. Dann habe ich hier einen Embossing-Folder. Finde ich total klasse mit diesen Kästchen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Den werden wir auch durchnudeln. Embossing-Folder von Impronte d'Autore. Das ist eine italienische Marke. Also da sind auch richtig coole Sachen bei, die man sonst so nicht bekommt. Dann haben wir hier einmal das Visitenkärtchen. Wie gesagt, ich verlinke euch alles unten. Dein Online-Shop für Bastelbedarf. Besuche mich, simonesbastelkram.at. Ihr könnt auch da hinschreiben. Wie gesagt, alles ist unten verlinkt. Dann gab es als Goodie, das ist von Scrap Boys. Sweet Childhood. Das hier zum Ausschneiden. Ne, das ist, okay, das ist dann doppelseitig. Richtig cool. Vielen lieben Dank dafür. Und ich denke, die beiden Sticker sind auch Goodies. Guck mal, wie niedlich. Und richtig groß. Ne? Guck mal, ich habe die hier in meiner Hand. Super auch für meinen Planer. Vielen, vielen lieben Dank. Richtig klasse. Ja, dann gibt es da eine ganze Menge an Stencils, an Schablonen. Und das ist diese von Dutch Dubadoo. Preise wollt ihr wissen, ne? Sorry. Sage ich gleich nochmal. Dutch Dubadoo, Stencil 3,90 Euro. Und guckt mal, der ist doch für alles zu gebrauchen. Ob Mixed Media, ob Junk Journal oder. Werden wir auch durchmachen. Dann habe ich hier ja eine liebe Nachricht von Simone. Vielen, vielen lieben Dank. So, ich sage euch aber jetzt erst noch mal kurz die Preise zu diesen Cutting Dies. Die Cuts, die kosten 2,90 Euro. Finde ich, ist okay. Wenn man da von anderen Herstellern so ein Tütchen schon mal bestellt, das ist ja ordentlich. Da kosten die auch schon mal locker 5, 6 Euro. So, dann habe ich mir bestellt dieses Glittermousse, auch von Fabrica de Gori. Ich kenne die Firma noch überhaupt nicht. Das ist so ein goldenes Mousse, White Gold. Das Mousse kostet 3,70 Euro. Werden wir auch austesten. So, ja, dann haben wir hier, das ist ein Goodie. Ich habe da nämlich schon reingelinst. Gegen die Unterzuckerung beim Basteln habe ich einen kleinen Schokoladenriegel bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Das tue ich auch erstmal weg. So, dann, da habe ich mich auch besonders drüber gefreut. Und zwar Cardstock. 60 mal, also 60 Blätter, 12 mal 5 Blätter, also 12 von jeder Farbe, in A4 216er Grammatur. Und guckt euch die Farben an. Ich finde die richtig klasse, so pastellig. Den gibt es auch noch in, auf jeden Fall in Bright, also Knallfarben. Und ich glaube noch irgendwie. Müsst ihr mal gucken, 15,90 Euro. Aber richtig cooles Papier. Werde ich gleich auch mal auspacken. Dann der neue Katalog von Studio Light. Finde ich auch richtig klasse. Ne, da kann man mal gucken. Da kann man sich auch Inspirationen holen. Und mal ankreuzen, was man so alles noch gerne hätte. Uiuiui. So. Und dann gibt es Papier von verschiedenen Marken. Unter anderem Craft a Clock. Und da müsst ihr echt mal reinschauen. Die sind so niedlich. Die gibt es in klein und in groß. Das ist jetzt 30,5 x 30,5. Und das kostet 4,95. Also ich finde das richtig, ja, tolles Papier. Gerade auch für Albenbastler, aber auch für Karten. Oder.
Ich packe es mal aus. Das ist jetzt, der heißt My Sweet Treasure. So. Und ich lese mal vor. 30,5 × 30,5. 250er Grammatur. Set mit 6 doppelseitigen Papieren. Also 12 Designs. So, dann haben wir hier einmal das Deckblatt. Das kann man sich ausschneiden. Das, ich finde das ja so, so niedlich. Aber das ist ja Geschmackssache, ne? Aber ich finde es so niedlich. Richtig klasse. So, dann ja. Total süß. Ne? Also die Albenbastler müssten jetzt eigentlich Juhu schreien. Ich finde es so niedlich. Und guck mal, eigentlich muss ich das zweimal haben. Ne? Weil einmal, um das zu verbasteln, und dann die Rückseite. Das ist richtig schön. Und guckt mal. Mal so komplett. Und die Rückseite ist mit Sternchen. Und hier kommt mein Lieblingsmotiv. Ich weiß nicht warum. Ich finde auch den einen Vogel, ich weiß gar nicht, wie der heißt, im Zoo. Ah, den muss ich immer fotografieren. Der ist so hässlich, dass der schon wieder hübsch ist. Der erinnert mich so ein bisschen daran. Nee, ich finde den total niedlich. Ich glaube, die liebe Ellie hat mir davon auch mal Die-Cuts ausgeschnitten. Und oh, so niedlich. Und das hier. Und oh, alles toll. Richtig klasse. Sehr schön. Und die Rückseite ist so. Oh, und das hier ist ja wohl auch mega süß. Richtig klasse. Und die Rückseite, muss ich nichts zu sagen, oder? Toll. Ein Träumchen. Ein absolutes Träumchen. Und dann haben wir noch diese Seite. Und das ist die Rückseite. Und dann haben wir noch als letztes Blatt hier nochmal alle drauf. Ist da auch mein Vogel? Nee, der ist da nicht drauf. Ach, trotzdem niedlich. Und hier haben wir nochmal die Sternchen. Ja, richtig cool. Ich freue mich. Liebe Simone, vielen, vielen lieben Dank dafür und vor allem für die Blitzlieferung. Das war der Oberhammer. Wir machen jetzt mal das Papier hier auf. Und dann werden wir alles nach und nach einmal testen. Komm. Ah, da ist schon ein Stück auf. Richtig cooler Cardstock. Ich zeige euch die Farben mal so ein bisschen aufgefächert. Kann man auch schön kombinieren. Wow, 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 wow. Toll. Guck mal. Mega, ne? Ja, hier habe ich wahrscheinlich gerade gemacht. Aber es ist ja nicht schlimm, toll. Zum Ausstanzen für Kartenrohlinge oder. Richtig klasse. So, und wir arbeiten uns jetzt mal durch die Produkte durch. Mal gucken, was dabei entsteht. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich jetzt einfach von den Dingen hier inspirieren. Also, seid gespannt. Zauber, Zauber. Es geht weiter. Wir fangen an mit den Globeland-Stempeln. Ich habe mir mal Aufleger zurechtgeschnitten. Ob ich das hinterher noch trotzdem ausstanze oder so, das schaue ich mal. Was nehmen wir erstmal? Nehmen wir den Hasen. Oh, so niedlich. Dann mache ich das sowieso zum Ausstanzen. Dann mache ich hier zwei hin. Da habe ich immer noch Platz, das irgendwie auszustanzen. Und als zweites nehmen wir die Katze. So. Es
kann sein, dass beim ersten Mal nicht ganz so klappt, weil die neu sind. Das schauen wir mal. Deswegen nutze ich auch die Stempelhilfe. So. Mal schauen. Eigentlich habe ich ja hier meine Stempelhilfe zur Stempelhilfe, aber naja, verschollen im All gerade mal. Ja, sehr schön. Richtig cool abgedruckt. Total niedlich. Süß. Richtig schön. Oh, es ist so niedlich. Es ist so niedlich. So, sauber mache ich die später, wo Stays-On meistens auch nicht mehr abgeht. Das ist mir aber jetzt nicht so schlimm. Was haben wir denn für Sprüche? Happy Mermaid Animals sees the day. Ja, dann noch verschiedene andere Fischchen und kleine Herzchen. Und das gucke ich mal, wie ich das später gebrauche. Aber das ist schon mal total niedlich. Achso, und ich habe mir gedacht, ich habe zum Beispiel so Hintergründe gemacht auf einer alten Buchseite. Und da passt das ja super zu. Ne? Das werden wir auch nochmal testen. Und da kann ich ja eigentlich alle mal drauf machen. Ne? Einfach alle mal hier so. Und da kann ich einen großen Aufleger machen. Ich wollte eh mal eine A5-Karte basteln. So, jetzt. Das hier, das sind jetzt doch den Hasen hatte ich schon, aber ist ja egal. So, das machen wir und dann können wir hier mal so Fische noch her schwimmen lassen. So, das hier, ein paar Herzchen. Hier haben wir noch so ein Unterwasser. Wie heißen die? Ihr wisst, was ich meine, Unterwasser. Blumen. Ich komme gerade nicht drauf. Hier ist noch eine Muschel. Die kann auch noch dabei. Hier unten. Den Fisch nach hier. So, hier haben wir noch ein paar andere Blubberbläschen. Tun wir mal hier hin. So. Oh, ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich bin total gespannt. So, alles richtig rum. Ich denke. So, jetzt bin ich gespannt. Spannung steigt. Ich lasse das mal ein bisschen einwirken, weil das ist, ne, das ist ein altes Buch, was eh schon ja etwas mürbe ist. Dann ist da jetzt noch die Aquarellfarbe drauf. Ich guck mal. Sieht aber gut aus. Ja. Hier könnten noch ein paar andere Sachen hin. Ich würde das einfach vollstempeln wollen. So. Und hier das noch hin. Und den Fisch hier noch hin. Und ich glaube, dann wird es langsam zu voll, ne? So, die Blubberbläschen hier noch mal hin. Schwupps. Und so ein Sternchen noch hier hin. So, den Rest tue ich wieder weg. Ich räume es mal gerade weg. So, nochmal mit Farbe versehen. Ja, sehr schön. Ich finde es cool. Mal gucken, was mir dazu gleich einfällt. Ob ich auf eine Karte mache oder ins Bullet Journal oder. Aber ich finde es total niedlich. Ich finde es so süß. Oder ein Urlaubsalbum, wenn man am Meer ist und da Fotos beitut. Ja, süß. Total niedlich. So.
Blubberbläschen. Korallen wollte ich sie übrigens eben sagen. Ne? Das eine hier war eine Koralle. Ja, sehr, sehr schöner Stempel. Wie gesagt, Globeland hat noch viele, viele mehr. Guckt mal bei Simones Bastelkram. Da seid ihr auf der sicheren Seite. Und total netter Kontakt. Und auch, wenn es auf Lager ist, Blitzlieferung. Also ich hätte da ehrlich gesagt jetzt so schnell nicht mit gerechnet. Hammer, richtig cool. So. Ich überlege mir gleich, ob ich das noch ausstanze. Das schauen wir mal. Es geht ja jetzt erstmal nur um die Beispiele, wie es abgestempelt aussieht. Vielleicht mache ich auch ein zweites Video. Das entscheide ich aber je nachdem, wie lang dieses Video wird. So, dann bleiben wir bei den Stempeln. Da haben wir auch von Globeland diese tollen Hintergrundstempel. So, einmal haben wir hier hinten, dann, also oder hier unten, Hello, thanks, also Dankeschön, you're the best, du bist der, die Beste, Birthday Wishes, also Geburtstagswünsche und Sending Love, sende Liebe. Das muss man wissen, manche mögen keine englischen Sprüche, aber ich glaube, das Haupte sind hier die Hintergrundstempel. Schwupps. Und auch da nehme ich hier meinen Kartenaufleger. Ja, ich muss erst mal gucken. Gucken, ob ich das mit den... Oh, das wäre ja auch so cool. Den Rest lasse ich frei. Guck mal, wenn ich das so hier hin mache. So. Jetzt gucke ich mal gerade. Ich habe eigentlich auch das neue Rot von Tim Holz. Aber ich glaube, das ist noch vorne im Esszimmer. Aber ich müsste noch ein anderes Rot haben. Ich suche gerade mal. Ja, natürlich, ne, wahrscheinlich das unterste. Krambühl. Ja, logisch. Das letzte. Memento. Ladybug. Das ist die Farbe. Und da schauen wir mal, wie der Hintergrund aussieht. So, ich probiere einfach mal. Ich kann ja nochmal nachstempeln. Ja, süß. Total niedlich. Ah ja, guckt mal. Das ist doch süß, oder? Würde ich sogar so lassen als Aufleger. Und dann mal gucken, was man noch damit macht. Niedlich, total süß. Das ist total niedlich. So, ich habe ja hier auch ein Läppchen. Das machen wir mal ab. So, und dann habe ich hier nochmal gefärbtes Papier, also Buchseite. Und da möchte ich jetzt mal diesen anderen Hintergrundstempel nutzen mit den Punkten. Einfach mal auch so mitten drauf. So, mein Ladybug mache ich mal zu. Und das mache ich hier mit dem Stazon. So, ich hoffe, ich war überall. Und ich bin gespannt. Ja, cool.
Finde ich richtig klasse. Guck mal. Mache ich aber auch gleich noch was draus, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ich finde es mega. Ich finde es richtig cool mit den Punkten. Total klasse. Das tue ich mal hier hin. Und ich glaube, ich möchte hier mit den Punkten... Das ist jetzt, habe ich mir einen Aufleger aus Aquarellpapier vom Action. So. Ah, der ist ein... Ja, das kriege ich so nicht hin. Oder soll ich auch einfach mittig? Ich mache das jetzt auch einfach mittig oder einfach so, dass ich überall einen kleinen Rand habe. Nur hier unten einen größeren, wo vielleicht dann noch ein Spruch hin kann. So. Ach, der gefällt mir sehr, sehr gut. Da kann ich so viel mitmachen. So, hier kann sein, weil das Aquarellpapier ist, dass wir mehrmals nachstempeln müssen. Das schauen wir jetzt mal. Das ist ja nicht schlimm, dafür haben wir ja die Stempelhilfe. Nur in der Mitte ein paar. So, da ist noch einer nicht richtig abgedrückt. So, oh, ich finde es total schön. Ich finde es, sieht klasse aus. Mache ich euch auch gleich ein Kärtchen zu. Richtig cool. Mega. Sehr, sehr schön. So. Dann habe ich hier einfach so ein Stück Papier. Das ist aus dem Dreierblock, auch von Action. Nur damit ihr wisst, welches Papier ich nehme. Und da mache ich jetzt einmal die Sterne noch. Und, ach, die sind alle einzeln. Einfach mal alle Wörter. Ich meine, ein Hello, das ist ja... eingedeutscht. Ne? Also Hello weiß jeder, Thanks weiß eigentlich auch jeder, You're the best, ja, da könnte es schon ein bisschen dran scheitern. Birthday Wishes, Birthday ist auch, weiß auch jeder. Und Sending Love, ja, Love weiß eigentlich auch jeder. Ne? Aber das ist ja, das Haupte sind ja diese Hintergrundsachen. Toll, tolle Stempel, richtig klasse. Ja, reden beim Tinte auftragen kann ich nicht. Das Multitasking, da bin ich weit von entfernt. Ne, es rattert gerade, was ich damit alles so Schönes machen kann. So, wir gucken mal. Ja, beim... Oh, ist das schön. Oh, schade, dass die Sternchen so klein sind. Guckt mal, die sehen mega aus. Und auch hier die Sprüche sind ganz toll abgestempelt. Super. Mega cool. Sehr, sehr schöne Stempel. So, Birthday Wishes, Sending Love. Ich räume das jetzt mal weg, da müsst ihr ja nicht. Ich habe mich gerade noch dazu entschlossen, die Sterne nochmal abzustempeln. Mit dem blauen. Oh, was ist das für eine Farbe? Chipped Sapphire. Ich möchte wissen, wie die in dunkelblau aussehen. Mega. Da könnte man noch ein
ein Schüsschen Farbe gebrauchen. Düt da. Überall ein bisschen so. Sieht nicht viel Unterschied, oder seht ihr? Aber auch das Dunkelblau sieht toll aus. Da kann ich mir vorstellen, dann mit einer Handstanze das auszustanzen. Je nachdem, wofür man das braucht. Richtig klasse. So, jetzt räume ich es aber weg. Jetzt testen wir diesen Embossing-Folder von Impronte d'Autore. Keine Ahnung, wie Italienisch. Ich habe zwar mal einen Italienischkurs gemacht, aber lang, lang ist's her. Und das meiste kann ich nicht mehr. So, beim Embossen ist wichtig das Sandwich. Und da, das kann man nicht pauschal sagen, ihr müsst das ausprobieren. Ihr müsst das echt ausprobieren, wie es dadurch, ja, das hier passt. Ne, versucht es bitte nicht mit Gewalt, sondern guckt. Und je nachdem, was für Papier ihr nutzt, macht es vorher ein Müh nass. Also wirklich wenig nass. Ich habe das jetzt hier mal ohne nass zu machen probiert. Und es funktioniert schon. Oh, guckt mal. Seht ihr das? Mega. Richtig cool. Mega. Toll. Toller Prägefolder. Und jetzt machen wir das hier mal. Einfach mal die Buchseite. Eigentlich müsste ich die vorher nass machen. Mache ich aber nicht. Weil das ist altes Papier. Ich glaube, das Buch ist aus den 60er Jahren. Wir testen das einfach mal. Irgendwie wird das so gekrumpelt. Das ist so ein bisschen schief, aber ist egal. Hätte ich vielleicht vorher zurechtschneiden müssen. Aber auch da sieht das mega aus. Guckt mal. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Toll. Auch damit mache ich gleich was. Wir testen jetzt einmal alles durch und dann werde ich euch ein paar Beispiele zeigen, was ich daraus gewerkelt habe oder euch teils auch mitnehmen. So, Embossing-Folder, der kommt dahin. So, dann haben wir den Stencil. Ups. Wie geht er auf? So. So, von der Größe her ist der. Siehst du, Renate, ich denke dran. Ich habe ja ein Maßband hier drauf. 21 mal 15. Also A5 Größe. Man kann ihn komplett nehmen, man kann einzelne Sachen nehmen. Das ist ja total egal. Ich weiß nicht, ob ich das hier drauf mal nutzen soll. Einfach mal hier ein paar Goldakzente damit zu setzen. Das ist dieser von Fabrica di Gori Glittermousse White Gold. Schön, schön, schön. Ich weiß nicht, ob ich das eigentlich mit Spatel auftragen oder ob ich jetzt, ich probiere es jetzt einfach mal. Muss ich aber hinterher sauber machen. Ob ich jetzt einfach mal hier das Glittermousse so auftrage. In diese Teile hier rein. Eigentlich müsste ich den Spatel nehmen. Ich mache jetzt auch mal Stopp. Dann
schauen wir erst schon mal. Die stelle ich besser mal hochkant. Ich probiere es mit Spatel. Es ist okay, aber ich probiere es mit Spatel. Den hole ich mal. So, ich bin jetzt gerade mit Spatel am Nacharbeiten. Natürlich habe ich den kleinen nicht gefunden. Logisch, ne? Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Schwupps. Ja, das sieht schon mega. Guckt mal. Sieht cool. Guckt mal, seht ihr, wie das glitzert und glimmert. Sehr, sehr cool. Jetzt machen wir hier mal noch so ein paar kleine. Oder sollen wir die? Da komme ich jetzt nicht hin. Aber ich mache hier einfach mal die hier. Die Punkte, ne? So. Ich nehme mir so ein bisschen davon. Ne, damit das auch ein bisschen erhabener. Also Pinsel war blöde Idee. Und kleinerer Spatel wäre besser. Ich hab auch mehrere Spatel. So ist es nicht. Aber ihr kennt das ja. Aber auch das ist nur ein Test. Da zeige ich euch gleich auch noch, wie ich was fertig mache. Ja, ich finde es mega. Guckt mal. Toll. Das lassen wir jetzt ein bisschen trocknen. Jetzt überlege ich, ob ich so ein... Überleg, ob ich mir hier raus, das war ja das Geprägte, und hier einfach dann noch das Mousse drüber mache. Wisst ihr? Und so richtig, ja, Mixed Media. Vielleicht einen Aufleger rausmachen. Ich überlege es mir. Und das mag ich so gerne. Einfach probieren. Einfach gucken, was habe ich. Und dann anfangen rumzumatschen, zu experimentieren. Und ich finde das so klasse. So, jetzt muss ich mir hier mal ein bisschen... Ich habe ja eigentlich auch kleine Löffelchen, ne? Ich hoffe, das klappt trotz Prägung. Ich will nur schon mal Linsen. Bin ja begeistert. Noch mal ein bisschen Mousse. Dann machen wir es ab. Ah, jetzt hängt das an dem Papier. Das ist blöd. Das ist zu feucht. Moment. Langsam. Okay, das ist nicht schlimm. Da kommt hinterher irgendwas drüber. Aber an sich, lassen wir jetzt mal trocknen. Seht ihr das? Ne? Da machen wir gleich irgendwas drüber. Ich zeige euch das aber nochmal, wenn das trocken ist. Mega. Richtig cool. Ich mache jetzt mal den Stencil sauber. Ich weiß nämlich nicht, wie das eintrocknet, deswegen schnell mal sauber machen. Also Glitterpaste, mega. Stencil, mega. Der ist schon wieder sauber. Geht ratzifatzi. Aber wir brauchen den ja nicht nur, um Mousse aufzutragen, sondern wir können ja auch viele andere Sachen machen. Hole ich nochmal hier den Block. Und da testen wir den jetzt mal. Komplett. Da hängt so ein bisschen Gold
Aber generell ging das wirklich gut zu machen. Kein Thema. So, den Stencil machen wir uns jetzt mal ein bisschen fest mit Washi. Ich präpariere das jetzt mal. Und dann brauche ich einen Pinsel und ein bisschen Farbe. Und da, ja, entweder macht das mit den Oxides oder ihr macht das mit Aquarellfarben oder mit den Aquamarkern oder. Also gibt es viele Möglichkeiten, wie ihr das mit dem Stencil machen könnt. Guckt mal, da sind meine Pinselchen. So, und ich gucke mal hier. Blau, gelb, rosa. Fangen wir mal an mit dem Kitsch Flamingo. So, ich möchte das, glaube ich, so ein bisschen bunt haben. Machen wir mit dem Gelben weiter. Hier machen wir auch noch ein bisschen Gelb. Ja, jetzt habe ich ja von den Oxides gar nicht mehr genug Farben. Jetzt überlege ich. Ich habe ja einen ganzen Haufen andere Stempelkissen. Ich glaube, ich nehme die hier mal. Oh. Auch Türkis. Irgendwie habe ich kein Türkis. Bestimmt irgendwo in den Tiefen meiner Stempelkissen. Aber es ist ja jetzt erstmal nur beispielhaft. Hier machen wir auch noch ein bisschen. So, das Blaue. Guck mal, hier habe ich so was von Momento, Teal Seal, keine Ahnung, ob das so heißt, keine Ahnung. Das nehme ich jetzt mal, das war lila, das hier war so grünlich. Wir gucken mal, auch ein altes Schätzchen, oh, funktioniert noch hervorragend, cool, weil die sind so wirklich uralt. Mit meiner ersten, von meiner ersten Kreativa und die war... Lang ist's her. So, wir dürfen aber eigentlich alles haben. Da können wir mal schauen, wie das jetzt aussieht, wenn man so alles gestencelt hat. Ah ja, cool. Ne? Und ich denke, die Schablone ist wirklich eher, um die einzeln zu nutzen. Man kann natürlich auch so eine Seite gestalten, ist total egal. Aber cool. Ich finde es richtig klasse. Da werde ich wahrscheinlich gleich dann auch noch extra was mitmachen. Wo ist das Tuch?
so, das Stubadu Stencil. Mega. Richtig klasse. Ich bin hier fleißig am werkeln und habe vergessen, die Kamera einzuschalten. So, ich habe jetzt einmal den Hintergrund genommen, wo ich die Pünktchen drauf gestempelt habe. Dann habe ich den Birthday Wishes. Das habe ich dreimal auf dieses Aquarellpapier geklebt. Könnt ihr sehen. So, und dann habe ich die Die Cuts genommen. Ja, gesagt, eins. Hab da 3D-Klebepads drauf. Und klebe mir das jetzt hier drauf. Ne? Easy peasy, fertig. That's it. Kärtchen fertig. Einmal noch hier drauf kleben. Dann habe ich ein neutrales Kärtchen. Und ja, Karte Nummer 1. Zauber, Zauber, es ist Abend. Ich habe schon fleißig weiter für euch gewerkelt. Ich zeige euch die Beispiele gleich alle. Ich möchte euch hier mal die, ne, noch mal die Paste zeigen. Die ist ratzfatz trocken. Also die war schon nach ein paar Minuten trocken. Richtig cool. Beispiele zeige ich euch später. Ich wollte, bevor ich jetzt hier anfange zu schnibbeln, da kann ich euch im Moment nicht mitnehmen. Ich möchte dieses zauberhafte Papier ja in ein Album verwandeln. Und zwar habe ich hier ein Rolling vorbereitet aus Aquarellpapier vom Action in 16x15. Ein Endlos-Album mit einer ganz tollen Bindung. Und zwar aus diesem tollen Klebeband, was transparent ist. Ich habe hier, das muss ich abmachen, das ist leider einmal zu viel. Ja, ich war dabei am Telefonieren, man sollte sich konzentrieren. Ich finde die Bindung aber so cool, weil die unsichtbar ist. Und ich werde jetzt die Sachen zurechtschneiden und euch dann wieder ja, dazu holen und euch zeigen, wie dieses tolle Papier im Album wirkt. Bis gleich. Zauber, Zauber, hell, dunkel, nächster Tag. Ich habe für euch gewerkelt und zwar eine ganze Kiste voll. Ich habe alles ausprobiert und das zeige ich euch jetzt, was ich alles ausprobiert habe. Und ich war echt schnell, muss ich sagen. Also ich war richtig schnell. Manches ist noch nicht richtig trocken. Trotzdem möchte ich es euch zeigen. Es ist ja auch nur, dass man eine ungefähre Anregung bekommt. Ich schmeiß mal alles hier hin. Mann, 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 ich habe gewerkelt hier. So, Kiste leer. So, ich habe alles, was ich hatte, ausprobiert. Alles, 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 alles. So, ich fange jetzt erst einmal an mit dem Pastellpapier. Ne? Das ist ja so ein Allrounder für alles Mögliche. Kann man süße Sachen mit werkeln. Manches Papier muss man auch einzeln betrachten. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und das, ich habe was daraus gewerkelt. Ich bin froh, da jetzt so einen Vorrat zu haben. Finde ich richtig klasse. Das tue ich mal hier rein. So, und dann habe ich als erstes einfach dieses A4-Blatt genommen. Und habe eine Schachtel mit Deckel gemacht. Ne? Einfach gefalzt. Wenn ihr daran Interesse habt, das ist wirklich nicht geschnitten, also nur mal gerade an vier Ecken eingeschnitten, ratzifatzi, Schachtel fertig. Wenn ihr generell noch mal Interesse an der Schachtel habt, wie man die macht mit dem Deckel, dann sagt es mir Bescheid. Schreibt es unten in die Infobox. Ja, es ist natürlich, ne, weil ich habe das alles zugeschnitten, dann geklebt. Ist noch nicht alles trocken. Das ist natürlich jetzt nur der Rohling. Ich würde hier noch Einkerbungen machen, um das besser aufmachen zu können. Und natürlich noch dekorieren. Aber nur damit ihr mal seht, man muss nicht immer alles in Schwarz, Weiß und Kraft machen. Sondern auch Rosa hat so seinen Charme. Der geht ganz schnell. Also 2 Minuten ist man damit fertig. Dann habe ich hier das in diesem Grün gewerkelt. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und die ist schon ganz schön schwer, weil das passte zufällig. Die möchte ich nämlich verschenken. Nur mal. Und die passen genau da rein. Das habe ich auch nicht zugeschnitten, sondern einfach das A4-Blatt genommen und geschnitten. Die wird natürlich auch noch dekoriert, aber da fehlte mir jetzt die Zeit für. Aber ich wollte halt mal zeigen, wie das so ist, wenn man andere Farben nutzt. So. Womit mache ich weiter? Ich glaube, ich mache mit dem Scrap O'Clock
Papier weiter. So, nee, eins mache ich noch. Wir bleiben noch mal bei dem Papier. Ich habe hier einfach mal einen gelben Kartenaufleger gemacht. Ne? Einfach aus dem gelben Cardstock einen Kartenaufleger und dann noch was drauf. Das habe ich mit euch ja zusammen gemacht. Hier muss ich noch was verdecken. Da ist nämlich gerade die Katze hergelaufen und hat ihr Leckerchen fallen lassen. Genau auf dieses Blatt. Da muss ich, da würde ich ein Fähnchen hinmachen. Ne? Sorry dafür. Aber einfach mal fröhlich. Ne? Auch nur, könnte man eine schöne Osterkarte rausmachen mit Ostern, Ostereiern. Und ein schönes Gelb dahinter oder ein schönes frisches Grün oder ein Rosé oder ein Himmelblau. Ist auch mal was anderes. Dann habe ich nämlich die Pastellfarben abgearbeitet. So. Das war das, aber das brauchen wir gleich nochmal für den Stencil, weil das war ja das Probestück mit dem Stencil. Ja, da habe ich ja einfach mal gewischt, habt ihr ja eben gesehen. Dann kann das auch weg. So, jetzt kommen wir aber. Restepapier, Restepapier, Restepapier. So. Zu dem Torte. Wenn ihr wüsstet, der Turmbau zu Babel da hinter mir. So, und jetzt kommen wir zu dem tollen Papier von Scrap O'Clock. Es ist wirklich traumhaft. Da muss ich kurz noch einmal zurückkommen zu dem pastellfarbigen Papier. Ich habe es ja gefalzt und geschnitten, astrein. Und beim Falzen, es bricht nichts. Es ist wirklich Top-Qualität. Genau wie hier hat auch, ist auch nichts gebrochen. Richtig klasse. Craft O'Clock. Die Papiere waren drin. Sechs Bögen. Aber das reicht für so ein kleines Mini-Album. Ich habe sogar noch was übrig. Ja, und eigentlich bräuchte ich das direkt zweimal, weil auch die Hintergründe so schön sind. Ja, und ihr werdet es jetzt gleich sehen, was ich verarbeitet habe. Das ist übrig geblieben, aber ich will ja auch noch ein bisschen was anderes damit machen. Ne? Und hier die beiden sind auch übrig geblieben. So, den Rest habe ich verarbeitet in einem Razzifazzi-Mini-Album, ein Endlos-Album. So, und hier mit meinem Lieblingsmotiv. Oh, es ist so, so niedlich. Hinten habe ich mich dafür entschieden, schweren Herzens, weil die Motive sind so niedlich, aber auch... ja, die andere Seite ist auch so niedlich. Ist echt tolles Papier und ich finde das auch absolut in Ordnung vom Preis her. Hier blättern wir mal. Oh, guckt mal, es ist so, so niedlich. So, jetzt muss ich mal gucken. Ach, es geht ja noch gar nicht auf. Wir müssen das erstmal so machen. Ich habe es ja noch zugeknotet. So. Und dann sind wir am Ende. Und da, das ist so traumhaft schön. Und dann geht es hier weiter. Und das habe ich ja schweren Herzens nur mit den Rückseiten gemacht. Also wirklich schweren Herzens. Weil es ist ja für mich persönlich. Ne, und ein paar Motive sahen mir dann doch zu sehr nach einem Babyalbum aus. Aber die, die ich jetzt hier drin habe, die passen zu mir. Das ist total klasse. Und ich zeige euch das mal. Komplett aufgeklappt. Mega Papier. Und hier dieses niedliche. Und dann die andere Seite. Und da habe ich mich halt hier für die beiden. Das ist auch so süß. Und dann das hier. Und das Album hier ist 15x16 und hat wie viele Seiten? Also was ich doppelseitig bekleben musste. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. Also 10 Seiten. 15 mal 15 und habt noch Papier übrig, damit ihr mal vom Größenverhältnis das wisst, und, ne, was man so braucht. Und ich finde es richtig schön. Die haben so niedliche Motive. Auch also wirklich für Babyalben. Guckt mal in Simones Shop. Ihr werdet schockverliebt sein. Richtig klasse. So, das war einmal der Craft O'Clock Block. So, dann machen wir weiter mal mit der Schablone. Das hatte ich euch ja schon gezeigt. Das behalte ich erstmal so. Ich weiß noch nicht, wie ich das weiterverarbeite. Das kommt in meinen Reservekorb, wo ich dann
irgendwas später noch mit anstelle. Dann habe ich einfach mal so kleine Tags gemacht, weil ich wollte die Glitzerpaste testen, wie die auch auf schwarz aussieht. Und die sieht mega aus. Guckt mal, die ist so klasse. Die habe ich natürlich jetzt am Waschbecken stehen. Die habe ich euch ja eben gezeigt. Ne, diese Glitzerpaste auf weiß wie auch auf schwarz. Ich zeige euch gleich noch auf weiß. Ne, sieht das mega aus. Wie auch auf bunt. Also, ne, das hier würde noch ein kleiner Spruch hinkommen. Und hier würde an die Seite vielleicht auch noch ein kleiner Spruch hinkommen. Das werde ich später irgendwann verwerkeln für irgendwas. Dann habe ich hier eine Karte gemacht in weiß. Und da seht ihr auch, das Gold kommt richtig gut zur Geltung. Happy Birthday. Die Stanze ist aus meinem Bestand. Finde ich auch richtig klasse. Also dieses Mousse ist mega und ist auch relativ schnell trocken. Und wie auch diese Schablone von Dutch Doobadoo ist auch mega. Die Paste könnt ihr natürlich mit jeder Schablone nutzen, welche ihr möchtet. Das ist total egal. Ja, hier sind noch ein paar Goldpartikel jetzt drauf. Man muss bei der Paste wirklich schnell sein mit dem Abwischen. Hier habe ich auch ein paar Sachen drauf. Das muss ich runterkratzen. Da war ich etwas nachlässig. Aber es ist nicht schlimm. Es ist traumhaftes Glitzermousse und auch die Schablone mag ich total gerne. Finde ich richtig klasse. So, habe ich noch mehr? Ich habe noch mehr gemacht, ihr Lieben. So, dann habe ich das Ganze auch noch mal auf einer schwarzen Karte gemacht. Da könnte man auch eine Mixed-Media-Karte rausmachen oder. Ich weiß noch nicht, wofür ich sie verwende. Da kommt natürlich noch ein Spruch drauf. Aber ich wollte euch halt zeigen, wie es aussieht auf einer schwarzen Grußkarte. Und ja, entweder als Männergeburtstagskarte oder. Fantasie keine Grenzen gesetzt. Mit dem tollen Mousse und mit dem Stencil. So, und dann haben wir noch einmal, das hatte ich euch ja gezeigt. Da hatte ich das ausprobiert und da ist mir das ja gerissen. Guck mal, wenn ich das jetzt einfach hier so drauf mache. Und hier mache ich mir ein Herzchen drauf. Da das Hello. Ich habe es extra noch nicht zusammengeklebt, weil ich mich noch nicht entscheiden konnte. Aber nur mal so als Beispiel, na, ist der Tag fertig. Ich kann natürlich hier auch noch was Schwarzes hintermachen oder eine andere Farbe, was beliebt. Und kann den Tag irgendwo dranhängen. Schön geprägt. Ich habe das Papier ja geprägt mit dem Prägefolder und dann die Schablone genutzt mit dem Mousse. Wie gesagt, und da ist es mir leider hängen geblieben, weil das halt Zeitungspapier ist. Ne? Aber das kann man schön kaschieren. So, habe ich sonst noch was mit dem Mousse? Ja, hier habe ich ja den Hintergrundstempel ausprobiert. Und hier auch nochmal mit dem Mousse. Auch das kommt in meine Verwertungskiste. Das werde ich irgendwo einsetzen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Ich hatte schon überlegt, ob ich eine große Grußkarte mache in A5. Und das hier so, ich habe das komplett ausgerissen. Ne? Oder als Seite irgendwo rein in ein Journal. Finde ich auch total schön. Ne? Aber die Hintergrundstempel sind mega, richtig, richtig cool. So, dann hatte ich hier noch mal einen Tag ausgestanzt und geprägt. Also erst gestanzt, dann geprägt mit dem Prägefolder. Wo ist er? Wo liegt da der Gute? Jetzt habe ich den gerade mit weggeräumt. Na, ihr habt ihn ja eben gesehen. So. So, guck mal. Das sieht mega aus. Und ganz schlicht und elegant. Hier noch ein Tag drauf. Da dann den Gruß oder Happy Birthday oder was auch immer. Und dann macht das schon was her. Finde ich total klasse. Einfach mal rumspielen mit den Prägefoldern, hervorragend. Oder wenn ich jetzt hier einfach, ne, Hello. Mal gucken, ob hier so ein, ne, weiß auf weiß, weißer Adler auf weißem Grund, Herzchen. Oder eben auch in bunt. Was beliebt, kann man damit machen. Prägefolder ist richtig cool, gefällt mir total gut. So, dann habe ich hier nochmal
geprägt, ein Kartenaufleger. Warum passt der hier nicht richtig drauf? Hat der Mutter sich vermessen, ist nicht schlimm. Ne, einfach so mal ein Kartenaufleger. So, jetzt muss ich gucken, ich hatte doch noch mehr. Da liegt was. So, ah, hier ist auch der Prägefolder. Hier ist der Prägefolder. Ne, von Importe d'Autore. Ne, das war der Prägefolder. So. Und wenn man jetzt hier dann irgendwas wieder drauf macht, ich mag das gern. Mattung auf Mattung oder hier jetzt irgendwie ein Spruch drauf. Hier habt ihr die Birthday Wishes. Ne, hier noch irgendwie was anderes drauf. Herzchen. Fantasie, keine Grenzen gesetzt. Es ist nur ein Beispiel. Es ist auch noch nicht komplett fertig. Nur beispielhaft, was kann ich damit machen? Ich kann mir auch einfach nur sowas ausstanzen, ausprägen oder prägen und dann mit dem Handstanzer. Ne? Dann habe ich ein schönes, mache ich mal, hier ein Herzchen. Ne? Ein geprägtes Herzchen. Das zeige ich euch jetzt mal. Oder auch, dann kann man das trotz der Idee. So. So, gucken wir einmal. Ein geprägtes Herz. Und jetzt haben wir das. Das kann man natürlich auch so nutzen. Ne? Dann hat man das hier. Schön wäre natürlich vielleicht mit Pink oder mit Rot. Dann könnte ich das so nutzen. Und ja, finde ich total schön. Klasse. Da fallen mir noch eine Menge Sachen mehr ein. So, dann. Also ist jetzt bestimmt ein bisschen durcheinander, aber es ist ja nicht schlimm, ne? So, dann hatte ich hier die Hintergründe. Also den Hintergrund ja gestempelt mit euch. Und die hatte ich euch, glaube ich, eben schon gezeigt, ne? Dann hier die Ausstandsteile. Die waren auch von Brica Decoru. Da waren die ja alle drin. Miracle heißt dieses Set. Wunderschöne Sachen drin. Also hier einmal den Spruch von den Stempeln verwendet. Dann den Hintergrund mit den Punkten. Mega, ich finde den so klasse. Und dann einmal dieses Cutting Die. Finde ich auch richtig cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier liegen die Stempel. So, und jetzt hatte ich ja noch irgendwo rot gestempelt. Ich suche. So, achso, hier habe ich dann einmal noch den Tag. Da sind die, habe ich die Stempel ein bisschen verwertet. Ne, kann man schön für eine Kindergeburtstagskarte. Obwohl, ich würde mich auch darüber freuen. Ich finde das klasse. Ne? Oder ihr könnt die kolorieren, wie ihr möchtet und wie ihr könnt. So, ah, hier habe ich den Rest. Moment. Genau, das hatte ich euch ja auch eben gezeigt im Video, also für mich gestern. Hier sind die Herzchen, auch der Hintergrundstempel. Auch da ist man eigentlich relativ schnell fertig. Ne? Ich finde es mega. Der ist so ja, flexibel für so viel zu verwenden. Also die ganzen Hintergrundstempel. Ich mag es total gerne. Das hatte ich euch ja gezeigt. Da habe ich das alles abgestempelt. Hier die Sternchen. Mega. Richtig cool. Ne? Der Stempel mit den tollen Mermaids. So, da habe ich nichts drauf gemacht. Dann habe ich ein bisschen mit den Stempeln gespielt. Ich habe auch, das fand ich so niedlich, ne, das ausgestanzt. Und dann die einfach zwei Fische aus dem Stempelset von Glow Blend. Und hier habe ich ein bisschen was ausgerissen. Ich weiß noch nicht, wo es hin soll. Und einmal wieder den Mermaid Hasen. Und hier, das muss jetzt auch nochmal, weil das so nass war vom Aquarellieren. Ne? Diese Mermaid-Katze, das ist total niedlich. Und hier dieser Mermaid-Bär. Vielleicht mache ich auch mal ETCs davon. Ich weiß nicht, vielleicht übe ich mich auch mal im Kolorieren. Ich finde die mega niedlich. Irgendwo wird man das wiederfinden bei mir, ob im Bullet Journal oder... Mal gucken, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall cool. So, ja, die abgestempelt einfach so, hatte ich euch ja gezeigt. Ne? Also die sind super, die Stempel, und ja, für alles Mögliche zu nutzen, ob ihr kolorieren wollt oder nicht. So, dann habe ich zum Schluss noch eine Mixed Media ATC-Karte gemacht, auch mit den Stanzteilen von Fabrica Decoru, Miracle Flowers. Das habe ich ein bisschen
geinkt an der Seite, ein bisschen noch Ränder abgeschnitten und ein bisschen geinkt, damit das gut hier drauf passt. Finde ich auch richtig schön. Vielleicht kommt hier an die Seite noch ein bisschen Glitzer. Das ist die erste, die ich gemacht habe. Ich müsste ja dann 9 Stück machen. Das wäre dann so eine ATC-Karte, ja, für, ne, Mixed Media. Finde ich auch total niedlich. Ja, ihr Lieben, das waren erstmal meine Beispiele mit dem tollen Paket von Simones Bastelkram. Ich verlinke euch unten alles in der Infobox. Ne? Simonesbastelkram.at für Austria, ne? Deutschland, Österreich. Versand wirklich absolut fair mit 5 Euro ab 100 Euro Versand kostenfrei, auch nach Deutschland. Und Versand komplett Europa. Preise variieren, da müsst ihr schauen. Ganz tolle Sachen. Globeland. Viele wollten bei Globeland bestellen, trauten sich nicht in Übersee zu bestellen. Jetzt habt ihr die Chance, bei Simone zu bestellen. Schaut mal da rein. Craft a Clock. Mega Papier. Finde ich richtig klasse. Und ja, zauberhaft. Ich mag es total gerne. Guckt da mal rein. Das sind wirklich tolle Bögen. 30,5 x 30,5. Ich weiß gar nicht, ob es die auch in klein gibt. Da habe ich mich noch nicht so eingelesen. Stöbert einfach mal rum. Ich finde das total niedlich. Und ihr seht, wie ergiebig so ein Bogen, also oder diese 6 Bögen sind, ne? Also ich habe quasi jetzt noch 3 übrig. Ich könnte noch mal so ein Album machen oder ich könnte ein größeres Album machen. Und ja, richtig klasse. Und auch sonst, ein paar Firmen kannte ich gar nicht, wie diese hier, ne, dieses Fabrica Tecoru, Dutch Dubadu kannte ich, Globeland kannte ich, aber auch wo der Prägefolder her war, ne, das war das war Impronte d'Autore. Ich kannte alles nicht. Stöbert mal ein bisschen. Und das Beste ist, es gibt 10% für alle, die unten in der Infobox steht der Code, die den Code anwenden. Und ja, ich wünsche frohes Shoppen. Guckt mal ein bisschen. Ich hoffe, ihr werdet fündig. Und sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, habt ihr jetzt die Chance dazu. Ich würde mich freuen, das ist eure Unterstützung, mich kleinen YouTuber, ein bisschen nach oben zu bringen. Lasst mir ein Däumchen da. Lasst mir einen netten Kommentar da, würde ich mich freuen. Alles andere unten in der Infobox, Simones Bastelkram, den Prozente-Rabattcode, alter Verwalter, also die Facebook-Gruppe von Simone und das nächste Mal, wenn ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, erkläre ich vielleicht euch auch nochmal mit der Sammelbestellung, da bin ich noch nicht ganz durchgestiegen und es gibt halt in dem Shop Ware, die lagert und Ware, die bestellbar ist. Natürlich, bestellbare Ware wird kein Blitzversand, weil Simone die selber erst bestellen muss. Aber alles andere, bei mir hat es 2 Tage gedauert, liegt natürlich manchmal auch ein bisschen an der Post und je nachdem, wo ihr wohnt. Aber ich kann nur sagen, top. Simone, vielen lieben Dank, viel Erfolg mit deinem Shop und wir sehen uns. Ihr Lieben, bleibt gesund.